Freundinnen und Freunde der Sterne, herzlich willkommen zum Recap der besten Szenen aus dem Livestream Fußballastrologie Live des Spiels Deutschland gegen die Schweiz am letzten Sonntag. Ich habe jetzt hier die besten Szenen zusammengeschnitten und sage aber vorher nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder die die Anmod verpasst haben. Unser Livestream wurde nämlich unterbrochen und danach mussten wir nochmal neu anfangen. Also hier nochmal kurz, was ich da eigentlich mache. Ich habe hier das Horoskop des Spiels und in Echtzeit lasse ich dann außerdem das Horoskop auch weiterlaufen. Also das heißt, die aktuellen Konstellationen bzw. in dem Fall vor allem der Aszendent und das MC hier in Grün, die laufen während des Spiels weiter und die sind halt spannend, denn wenn die auf einen Planeten treffen oder einen Aspekt bilden, dann fallen oft Tore oder andere spannende Szenen passieren. Und hier auf der grünen Tafel, da habe ich diese Szenen, von denen ich denke, dass die wichtig sind, alle vermerkt. Und achtet dann bitte mal ganz besonders auf die Szene von 21.16 Uhr bis 21.19 Uhr mit Machtplanet Pluto. Und dann gibt es eine ganz heiße Szene, und zwar von 21.28 Uhr bis 21.32 Uhr. Da steht Herzkraft Sonne sehr torträchtig und da ist dann auch wirklich ein Tor gefallen. Und auch in der von mir angesagten ersten Szene um genau 21.16 Uhr fiel ein Tor, auch wenn es dann wieder aberkannt wurde. Aber darauf gehe ich dann auch gleich in den Highlights noch ein. Nur damit ihr jetzt wisst, wie das jetzt ungefähr funktioniert, was ich euch da zusammengeschnitten habe. Und ganz spannend ist auch, dass in der zweiten Halbzeit, da hatte ich vorher gesagt, dass das Spiel sich hoffentlich noch ein bisschen hinzieht, sodass wir eine Nachspielzeit kriegen, weil in dieser Nachspielzeit noch was ganz Spannendes passieren wird mit Uranus, der oft noch eine Wende bringt. Und dann gab es auch noch einen Aspekt zum Mond, der im Haus der Deutschen stand. Und da fiel dann eben auch noch das Tor für Deutschland. So funktioniert eben die Fußballastrologie. Man kann am Horoskop in Echtzeit verfolgen, was sich da abspielt und wie dann in dem Zusammenhang auch heiße Szenen passieren. Und wenn ihr das mitverfolgen wollt, könnt ihr auch hier auf dieses Feld achten, weil da dann jeweils natürlich auch die Minute genau angegeben ist, in der was passiert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den besten Szenen aus meinem Fußball-Livestream. Also jetzt wird es hier gleich... Nein, noch ist es nicht so spannend. Also wir müssen uns erst so ab 10:15 nach, müssen wir uns erst aufregen. Ich finde, es fängt jetzt hier langsam an, sich zu entwickeln. Aber schreibt mir doch mal, guckt ihr eigentlich überhaupt auch gerne Fußball oder guckt ihr... oder seid ihr jetzt auch hier, weil ihr denkt, ja, Fußball eigentlich nicht so, aber so mit Astrologie, könnte ja ganz interessant sein. Ja, jetzt hat sich es gerade wieder beruhigt. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Ah, wisst ihr, was ich euch noch sagen muss? Das habe ich jetzt eben schon gesagt in dem Stream, den wir ja leider abbrechen mussten. Es ist nicht immer gesagt, dass man alle diese tollen Konstellation so gut umsetzen kann, aber guck mal, das geht schon langsam los. Hier seht ihr ja hier das Horoskop in Echtzeit und da hat sich das, das Quadrat zu Pluto hat sich schon geformt. Ja, das MC steht jetzt auf 1 Grad Skorpion, wenn das in den zweiten Grad wechselt, dann wird's richtig spannend. Ich gucke hier mal auf meinen Bildschirm, ich liebe das. Und Andrea, du schreibst, du bist hier wegen der Verbindung zur Astrologie. Kannst du das nachvollziehen so ein bisschen, wie das jetzt hier spannend wird? Ja, siehst du. Und meistens ist das ja so, da gibt es dann so Kulminationen, wo dreimal hintereinander was total Spannendes passiert. Also man muss ja sagen, spielen schon engagiert, oder? Spielen schon engagiert, die Jungs. So, das... MC bewegt sich ja alle 4 Minuten 1 Grad weiter, deswegen dauern diese Szenen mit dem exakten Aspekt immer ungefähr 4 Minuten an. Also diese, das ist dann wie so eine Kulmination. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet mit MC Quadrat Pluto. Also, ich meine gut. Es spielt sich alles ein bisschen sehr im Mittelfeld ab, findet ihr nicht? Ja, endlich mal wieder ein Sturm aufs Tor, jawohl. Achtung! Aber das meine ich eben.
Das war jetzt schon. Was? War das? Da war jetzt noch kein Tor. Doch! Ja! Das gibt's doch nicht! Dann seht ihr es doch mal wieder! MC Quadrat Pluto. 2 Grad. Tada! Gänsehaut pur mal wieder. Juhu! Mir ist das auch ganz egal, für welche Mannschaft. Ich hätte mich über das Tor für die Schweiz genauso gefreut. Hauptsache, es passt zu den Sternen! Ist das nicht geil? Genau. Also, da hat es schon mal gepasst. Was stand da? Ich hatte da so geschrieben, harte Szene, faul Drama, aber die Überschrift war ja torgefährliche und umkämpfte Szenen. Und das war die erste und es hat direkt gepasst. Ist das nicht geil? Das ist doch geil, ey, boah, das macht so Spaß. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass ich euch auch hören könnte. So, zum Mitjubeln. Tor wird geprüft. Ja, okay, das kann natürlich sein. Manchmal. Aber entscheidend ist eben immer mehr, also genauer kann man es auch ehrlich gesagt nicht sagen. Das sind ja dann diese kosmischen Energien, die bündeln sich dann. Dann fällt ein Tor, selbst wenn es hinterher nicht gegeben wird. Tatsächlich, es ist nicht gegeben worden. Aber es war trotzdem, na, ihr versteht, was ich meine. Ach krass. Ja, wisst ihr was? Jetzt ist nämlich der Aszendent auch der AC. Jetzt küdet, ist nämlich zeitgleich Quadrat Neptun, jetzt gerade in dieser Minute. Und Neptun ist ja so der Planet der Unklarheiten. Ist das nicht interessant? Also ja, Tor ja, aber dann eben die Unklarheit. Das ist ja auch ein Ding. Ja, so. Jetzt ist es gleich. Wenn der Aszendent jetzt auf 2 Grad geht, dann wird er über die Sonne laufen. Und das ist spektakulär. Und die Sonne ist ja, die steht ja bei der Schweiz. Die steht bei der Schweiz im Haus. Also jetzt können wir gleich mal sehen, wenn da ein Tor fällt, könnte vielleicht auch für die Schweiz sein. Und dann wären wir nämlich bei unserer Diskussion von vorhin. Ist die Schweiz denn jetzt eigentlich Gast oder Gastgeber? Also fußballerisch habe ich gelernt, ist sie Gastgeber. Das ist komisch. Ehrlich, gelbe Karte. Dann war das... Hier ist die gelbe... Ah, die gelbe Karte von 22 bis 24, sag ich doch. Das beobachte ich bei Aspekten von Lilith. Lilith geht oft mit hinterlistigen Fouls und gelben Karten einher. Also nichts gegen Lilith, also ist einfach nur Beobachtung. Achtung. Ich bin mal gespannt, ich habe ja mal 1-1 getippt, ne? Also vor dem Spiel. Was ist als nächstes? Ja, gleich geht's los. Also, ja, jetzt, ab jetzt, die nächsten 4 Minuten, müsste eigentlich wieder was Spektakuläres passieren. Vor allem, weil wir jetzt eine Auslösung mit der Sonne haben. Das seht ihr hier, dieser grüne Strich hier, der steht jetzt hier genau auf der Sonne. Und die Sonne steht bei den Schweizern im Haus. Wenn das nämlich stimmt... Ja! Seht ihr? Und ich freue mich, weil ich habe gesagt, es könnte für die Schweiz sein. Und zwar genau jetzt. Für mich hat die Astrologie gewonnen! Tut mir zwar leid für die deutsche Mannschaft, aber yeah! Genau, Tor für die Astrologie. Und Glückwunsch an die Schweizer. Glückwunsch an die Schweizer, muss ich auch sagen. Boah! Ey Mann, und ich sag noch, da kann ich mich jetzt endlos drüber aufregen. Das ist unglaublich. Unglaublich! Sehr torträchtig. Da haben sie den Neuer irgendwie echt überlistet. Echt überlistet. Also das müssen wir uns merken. Wenn jetzt der DC wirklich die Schweiz ist. Und in der Stundenastrologie sagt man, wenn man Planeten in der Nähe dieses Punktes hat,
der einen vertritt. Ja, also in dem Fall die Schweiz vertreten durch den Deszendenten und Sonne im eigenen Haus. Das ist eine starke Nummer. Ja, könnte unentschieden. Das hatte ich ja auch getippt. Ich hatte 1-1 getippt. Aber jetzt, die Schweiz liegt erstmal vorn. Und wenn die weiter, die haben ja also wirklich auch eine Abwehr. Man redet ja auch immer von den sturen Schweizern. Das passt wieder mal wie die Faust aufs Auge. Die stehen da ja immer wie so eine Mauer. Also, ist schon irre. Boah, der hat den aber gerade wirklich fies hingeschmissen, oder? Das war schon maßmäßig. So, der AC ist jetzt genau Trigon Mars. Ah, Mensch! Jetzt, da hätte er jetzt nachtreten müssen. Ja, das war vielleicht jetzt schon Mars Trigon. Ja. Lass doch mal in das Horoskop von dem Musiala gucken. Das habe ich nämlich auch vorliegen. Ja, der Musiala hat zum Beispiel auch die Venus, die ja immerhin das Spiel beherrscht, sehr günstig stehen heute. Also das könnte helfen. Und er hat jetzt auch länger und auch noch einen Uranus. Also ich sag mal so, wenn die es schaffen, das Spiel so lange in die Länge zu ziehen, dass der Uranus zum Schluss zum Einsatz kommt, das könnte sich für den Musiala als günstig auswirken. Es sind auch relativ viele Fische. Hier, der Jamal Musiala ist auch Fische. Also, es hat sich herausgestellt bei meiner Fußballforschung, dass Saturn irgendwie ein sehr guter Fußballplanet ist. Also sehr viele Spieler haben auch im Geburtshoroskop super harte Saturn-Aspekte. Also gerne auch so Saturn-Mars. Wie haben wir das bei dem Musiala? Lass mal gucken. Ja, zum Beispiel Jamal Musiala hat eine Mars-Pluto-Konjunktion im Schützen. Schütze ist ja auch und Opposition Saturn. Also da haben wir eine Kombi von Saturn, Pluto und Mars. Das sind ja auch so super harte Planeten. Und das habe ich ganz oft beobachtet im Horoskop von richtig guten Fußballern, dass die so harte Planeten stark kombiniert haben, weil das braucht man offenbar auch, um da wirklich was zu werden. Ne? Weil die müssen ja auch hart zu sich selbst sein. Also, der ist da schon prädestiniert jetzt. Und im Moment steht ja Saturn auch in den Fischen. Und es kann nämlich durchaus für jemanden, der Fische Sonne ist, auch eine große Erfolgszeit bedeuten. Saturn wird da auch manchmal zu Unrecht verteufelt, weil der nämlich auch anzeigen kann, dass man einen Peak in seinem Leben, einen Peak in seinem beruflichen Leben erlebt. Also wenn es MC die 25 erreicht, dann wird es richtig spannend. Ja genau, aber wartet mal ab. Also wir haben jetzt noch Uranus, der kann echt nochmal die Wende bringen. Hat es ja auch alles schon gegeben. 2 Tore in der Nachspielzeit. Tja, leider ging es gegen uns. 87. Minute, noch 2,5 Minuten haben wir jetzt. Und das MC steht voll auf Uranus. Leute, da müsst ihr doch noch was draus machen. Sonst wäre ich aber auch jetzt enttäuscht. Oh, nee. Natürlich möglichst für Deutschland, aber also mit Uranus kommt es immer anders, als man denkt. Na, boah. War das knapp. Toll. Das war jetzt aber auch wirklich mal, das war jetzt mal wirklich Manuel Neuer hat jetzt hier eine Sternstunde gehabt. Insofern, dann war das vielleicht jetzt die Uranus-Auslösung. Ja, also das war wirklich Donnerwetter. Das war jetzt okay, lass ich gelten. Das war ein echter Uranus-Moment. Aber schöner wäre es gewesen, es wäre noch ein Tor gefallen. Aber noch haben wir Uranus. Noch steht er voll im Orbis. Menschenskinder, ist das spannend. Aber jetzt ist noch was Spannendes. Jetzt ist das MC, hat jetzt einen Aspekt zum Mond. Ja!
Guck mal, und zwar, Leute, ich zeige euch das hier, das MC. Das MC steht jetzt, ist gerade ins Sextil zum Mond gelaufen und der Mond steht bei den Deutschen im ersten Haus. Hör mal, vielleicht habe ich recht. Ich habe auf Instagram nachweislich getippt 1 zu 1. Schön, wirklich schön. Tolle Szene. Tolle Szene. Also, doch Uranus, aber eben auch MC Mond. MC Mond, das war, hat da auch ganz viel mitgespielt. Das können wir uns merken. Wenn man Gast und Gastgeber hat, dass dann die Planeten, die im Haus des jeweiligen Teams stehen, wenn die eine Auslösung kriegen, dass das gut für das Team ist. Wer merkt sich denn das alles mal bitte? Okay. Wow, war ein toller Abend mit euch. Hat voll Spaß gemacht. War super spannend und ich habe auch wieder ganz viel live dazugelernt. Danke euch auch für eure Zeit und dass ihr mit mir geguckt habt, anstatt irgendwo zum Public Viewing zu gehen und was weiß ich. War schön. War schön und ich habe richtig getippt. Hahaha. Okay, ihr Lieben. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.